Im Innenministerium ist Montagmittag wieder der staatliche Krisenstab zusammengetreten, um über die Unwetterlage in den betroffenen Gebieten zu beraten. Im Bundesland Niederösterreich kann weiterhin keine Entwarnung gegeben werden. Die Zusammenarbeit auch innerhalb der Bundesländer funktioniert ja wirklich sehr, sehr gut. Also Niederösterreich wird hier mit allen Kräften unterstützt. In diesem Fall, weil es Tirol das angeboten hat, eben 6 Tonnen Sandsäcke. Diese wurden dann eben verbracht von Tirol zunächst einmal nach Hörsching mit LKWs und sind dann plangemäß in Tulln gelandet, eben sozusagen mit der Herkules, nämlich dorthin auch gebracht worden. Wir haben heute in der Sitzung noch einmal seitens Niederösterreich den Wunsch ausgesprochen bekommen nach Sandsäcken. Das haben wir in der Zwischenzeit schon überprüft und wir werden schauen, dass wir so schnell wie möglich jetzt weitere 100.000 Sandsäcke, die wir selber im Bundesjahr auch eingelagert haben, dorthin bringen. Wie viele Soldaten stehen noch bereit, wenn die Situation schlimmer werden soll? Also wir haben insgesamt diese 2400 mit dem Schwergewicht der 1000, die wir eben für Niederösterreich bereithalten. Sollte Zusätzliches notwendig sein, dann stehen selbstverständlich Kräfte bereit. Aber um eine Zahl auch jetzt zu nennen, derzeit aktuell in Niederösterreich im Einsatz sind es an die 300. Das heißt, wir haben hier durchaus noch Reserven und stehen jederzeit bereit. Im Katastrophenfonds liegen derzeit 300 Millionen Euro, die sind abrufbereit. Sollte es notwendig sein, weil diese Mittel nicht ausreichen, werden sie auch aufgestockt. Derzeit laufen gerade Stabilisierungsmaßnahmen, gerade in Niederösterreich, das massiv betroffen ist aufgrund der Starkregenereignisse. Dämme sind aufgeweicht, Dämme sind gebrochen, die müssen derzeit gesichert werden. Es gibt einen intensiven Einsatz des österreichischen Bundesheeres gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren, um hier eine Stabilisierung zu erreichen, um weitere Überflutungen zu vermeiden. Es gibt leider auch 3 Todesopfer mittlerweile in Summe zu beklagen in Niederösterreich. Das heißt, die Situation ist nach wie vor ernst. Die Rettungskräfte tun derzeit ihr Möglichstes. Es ist wirklich bewundernswert auch, mit welchem Einsatz sie das tun und vor allem, welche Unterstützung jetzt aus den anderen Bundesländern kommt, die freie Kapazitäten haben, von Vorarlberg bis Kärnten, Burgenland. Alle helfen gemeinsam zusammen, damit in Niederösterreich die Situation stabilisiert werden kann. In anderen Bundesländern gibt es auch Betroffenheitslagen, Oberösterreich, Steiermark. Hier werden die Stromausfälle, die jetzt noch vorgeherrscht haben, weiter saniert. Die Hochwassersituation in diesen Bundesländern ist bei Weitem, Gott sei Dank, nicht so dramatisch wie in Niederösterreich. Und das andere ist, dass wir jetzt schon schauen müssen und auch noch appellieren, dass die Menschen sich da an die Empfehlungen halten, die da wären, wenn möglich Homeoffice zu machen, gerade im Großraum Niederösterreich-Wien, damit man nicht die Verkehrssituation hier zusätzlich belasten, oder auch, wenn es in Vereinbarung mit den Arbeitgebern geht, die Sonderurlaubsregelungen in Anspruch zu nehmen, die es ja für die freiwilligen Einsätze beim Katastrophendienst, und das ist ja wohl genau sowas, gibt. Der Bundeskanzler appellierte an die Vernunft der Menschen, von waghalsigen Aktionen und Katastrophentourismus Abstand zu nehmen. Nehammer und Kogler erklärten, auf Wahlkampfaktionen derzeit verzichten zu wollen.